Ah ja, so. Du findest langsam Gefallen. Hat die was, was du willst, war? Oder wie? Keine Ahnung, ne, also ich habe einfach nur, damit das weggeht, auf das Häkchen geklickt. Ach so. Lass mich in Ruhe. Geh weg, lass mich in Ruhe. Ich glaube, ich komme nicht rum, hier noch mehr von dem Scheiß-Schnaps anzubauen. So. Könnten wir mich jetzt um Seife kümmern? Seife war auch schwierig von der Verteilung her, oder? Ja. Es war zumindest von der Produktionslinie irgendwie nicht so geil. Also es war nicht mehr so easy, nicht mehr 1:1 oder so. Hier sind schon wieder die Häuser verschwunden aus meiner Hotbar. Könnte sein. Hä, hey, bei mir gerade auch. Ja, Bier wollen die jetzt auch haben. Klamotten habe ich eigentlich gerade angestoßen. Das ist okay. Meine Täubchen melden so, mir nur jetzt könnte ich eigentlich mal anfangen. Was ist das hier? Okay. Ist denn jetzt hier Eisen her? Ich guck gerade. Was ist denn die Aufgabenliste? Ich weiß nicht, wo ich die Kisten jetzt hinbringen muss. Du musst mal, geh mal in dem Aufgabenbuch. Entweder klickst du rein oder du gehst mit der Maus drüber, dann zeigt er dir das auf der Karte an. Ach, hier. Okay, ja, danke. Das ja ein bisschen auflockern. Eigentlich will ich das Bier nicht auf meiner Insel anbauen. Das ist echt kacke. Du bist mir doch ein wenig zu aufgeweckt. Jetzt gibt sie mir -2. Warum denn? Und wieso kriegst du die gleichen Aufgaben wie ich? Keine Ahnung. Weil wir zu stark sind, weil wir zu groß sind für sie. Kohle. Ach, ja, ich bin ja auch blöd. Ich habe ja nur eine Kühlerei gebaut. Zweimal. Ach Mann. Ja, guten Morgen. Ich brauche natürlich pro Hochofen eine Kühlerei. Oder? Ja. Das habe ich gerade komplett verkackt. Ich sollte, glaube ich, auch im Bereich Kohle ein bisschen mehr bauen, oder? Man braucht doch eine ganze Menge Stahl. Ja. So, Seife. Wie ist denn da das Verhältnis? Also, man baut eine Schweinchenfarm auf eine Vasenmeisterei. Ich weiß immer noch nicht, was Vasen bedeutet. Hast du eine Ahnung, was das, also was Vasen ist? Da musst du mal den Skifahrer fragen. Der wie heißt denn der? Der Wasmeier. Der naja, Wasmeier? Na, Wasmeier, na, was denkst du? Er wird das wissen. Und dann brauche ich... Ich google schnell.
zwei Vasenmeistereien für eine Siedlung. Das heißt 2, 2, 1. Oh Gott. Das kostet einen Haufen Schmott. Googlest du jetzt wirklich? Ja, ich google jetzt. Also es ist halt, das Ding stellt Talg her, aber... Tja, ich weiß es nicht. Okay. Ist es am Ende einfach nur schlecht übersetzt? Glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube auch nicht. Ich glaube... Es wird gemunkelt, du hast es erledigt. Ja. Du hältst dein Versprechen. Koordinaten eingezeichnet. Also wie machst du das mit Bier? Ich werde... Du kannst keine Produktionsinseln mehr bauen. Das geht ja nicht. Ja. Du musst... Also ich werde quasi alles, was ich aus... Oh, hör doch mal auf zu reden hier. Zeitungstyp. Also was du extern produzieren kannst, ist rein theoretisch Getreide, Hopfen... Und du könntest auch, wenn du auf der zweiten Insel dir noch ein paar Arbeiter holst, auch die Malzproduktion dort auslagern. Die Brauerei selber rein theoretisch dann auch. Also das ist eine Produktionslinie, die kannst du noch auf einer komplett zweiten Insel machen. Das Problem ist natürlich, dass sie dir dann auf der Produktionsinsel auch schon das Bier wegsaufen. Das willst du ja nicht. Ja. Also das heißt, du müsstest am Ende die Brauerei, glaube ich, wieder auf die Hauptinsel legen. Oder was ich gemacht habe, ist, ich habe halt nur den Hopfen extern angebaut und das Getreide. Aber das Getreide, wo ich die Insel jetzt geholt habe, da gibt es kein Getreide. Da gibt es nur Hopfen. Ja. Hier gibt's Getreide. Das ist gerade nicht so einfach. Aber eigentlich wollte ich erstmal gucken, dass ich jetzt hier die Seifenproduktion irgendwie hinkriege. Also, zweimal Schweine brauche ich jetzt. Und dafür brauche ich aber... Ach, ich habe noch nicht genug. Ich muss erstmal wieder genug Bauern mir ranholen hier, sonst wird das eh nichts. Spannende Musik, brennt es hier immer noch das Feuer her. Wow. Huch. Ja. Oh, wieso ist denn das noch? Von vorne an? Kein Platz. Alter, die Häuser nehmen echt einen Haufen Platz weg. So, jetzt. Es kann sogar später sein, dass du aufgrund der Sachen auf was? Deine Hauptinsel. Aufgrund der Verschmutzung. Ja. Du verlierst ja Ansehen durch die Industrie. Oder Ruf. Oder wie? Nee, Einfluss ist das, glaube ich. Das siehst du oben, wenn du bei. Oh nee, war das hier? Nee, wo war denn das? Irgendwo sieht man, dass man dadurch Punkte... Ach nee, das war bei... Bei Attraktivität sieht man das, dass man wegen Umweltverschmutzung und Unorte... Auch eine komische Übersetzung. Dass man dadurch halt Ansehen verliert. So, was jetzt zu schweigen?
muss meine Köhlerei verlegen. Das ist natürlich jetzt nicht so geil. Muss ich gleich nochmal verlegen, scheiße. 1, 2, 3, 4, 5. Fehlende Waren. Was hat er denn? Kohle, aber hier ist doch. Oh! Na. Was denn los? Es brennt und ich habe keine Feuerwehr in der Nähe. Beide Köhlereien sind gerade in Flammen aufgegangen. Beide Köhlereien auch noch. Ich glaube, hier muss ich mal noch einen Marktplatz bauen. Oh ja, Marktplatz. Ich habe so ein bisschen Sorge, ob ich hier auch eine Feuerwehr brauche, unbedingt. So ist das. Die kostet halt, kostet auch Unterhalt und alles. Naja, Feuerwehr, muss man immer ein bisschen abwiegen, wägen. Inwieweit das einem irgendwie was hilft. So. Gut, dass ich 4-mal Holzproduktion habe und trotzdem zu wenig Holz habe. So, mehr Leute. Da fehlen schon. So, wenn ich das hier mache. Ach so, da drüben könnte ich wechseln. Ja, stimmt. Obwohl, jetzt sieht einfach so komisch aus. Wenn ich das mache. Wie sieht denn jetzt die Lage hier aus? Reicht nicht. Also meine Seifenproduktion hat jetzt gestartet. Der Punkt ist aber, dass ich eigentlich... Eigentlich? Naja, ich muss mich jetzt aber auch um Bier kümmern, so. That's the point. Ja. Ist nachvollziehbar. Aber ich muss jetzt auch Seife, also Seife ist jetzt tatsächlich als nächstes dran. Also ich hoffe auch, dass die durch... Ich bin mir nicht sicher, aber ist das, wenn man mehr Bedürfnisse deckt, dass die dann auch mehr Geld lassen? Ist die Bedürfnisse nur dazu, dass mehr Leute Zufriedenheit ist für mehr Geld da? Ja. Das ist mir nicht so ganz klar. Ich glaube, Zufriedenheit gibt extra Münzen, ja. Dann müsste ich eigentlich, hätte ich erstmal Bier machen müssen anstatt Seife. Aber egal. Ich mache jetzt gerade relativ gut. Plus, jetzt muss ich bloß mal das Auge behalten, dass hier nichts runtergeht. Das stimmt, steigt. Ja. Mache ich erst Bier.
So, und die Köhlereien laufen. 95, 9, okay, das ist erstmal okay. Man braucht eigentlich nur Bretter, ne? Auf einer anderen Insel. Erstmal ja. Nein, und Essen, halt Fisch. Aber das ist ja, das kriegt man ja relativ easy hin. Ja, achso, ja, stimmt nicht. Ich lasse Fisch hier. Ich glaube, ich brauche hier sogar welchen. Admiral auf der Brücke. Okay, also hier ist die Brand wahrscheinlich mäßig und hier. Oh, hier ist sie fast schon hoch. Was ist hier denn los? Es fehlt an Kohle. Also ein Hochofen steht bei mir gerade komplett still, weil ich nicht genug Kohle habe. Das ist schlecht. Ja. Eine weitere Eisenmine, warte mal. Ja, doch, ich habe noch ein Eisenvorkommen. Hm. Aber es passt alles nicht so richtig zusammen. Ja, vor allem, es kostet halt Geld. Ja, das darf man immer nicht vergessen. Ja, ich warte einfach. Dann habe ich eben nicht genug Stahl. Oh, muss eben auf Stahl warten. Was auch wichtig wird, ist dann in der nächsten Stufe Fenster. Das ist nochmal, das ist noch viel beschissener. Ja, so weit war ich auch schon. Also das ist so die Stufe, bis zu der ich schon mal gespielt habe. Ja. Eieiei. Ah, ich habe jetzt schon 2000 Einwohner. Krass. 2050. Kann man das sehen, wie viel du hast, wenn ich hier drauf klicke? Ach, bestimmt. Das sagt mir nur, dass wir kein Handelsabkommen haben. Nickleby, nee. Sagt er mir nicht. Wo guckst du denn auch bei der Diplomatie? Nee, ich bin gerade einfach noch auf deine Insel gegangen. Ach so. Aber da zeigt es mir nicht an. Oh, du hast sogar schon eine Schule. Krass. Wollen die schon eine Schule haben? Ja. Ach, tatsächlich. Aber bei Bedürfnissen ist das. Bedürfnisse. Oh, meine Arbeitsklamotten gehen schon wieder runter. Was ist da los? Der fährt auch hier schon wieder in die falsche Richtung. Koordinaten eingezeichnet. So, was mache ich denn jetzt als nächstes? Kostet 50, naja, muss man doch nicht, ne? Also Polizei habe ich gerade drüber nachgedacht. Okay. So. Erstmal in die Zukunft investiert. Wie denn? Ich habe mir noch eine Insel gesichert. Ach. Du kannst ja Wein von mir schön kaufen. Wein, verdammt.